Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich in dem etwas ungewohnten, aber dennoch sehr, sehr schönen Raum und freue mich, Herrn Professor Hölzersing aus Dortmund begrüßen zu können. Mich verbindet mit Professor Hölzersing eine ganze Menge und auch viele, viele Jahre. Aber ich fange ganz kurz an. Er war einer der ersten in den 1980er Jahren, der einen Studiengang in Dortmund aufgebaut hat, zur Ausbildung von Lehrer und Lehrerin für Fachschulen für Sozialpädagogik, also Erzieherinnenausbildung. Er hat dann in den 90er Jahren sich mit mir rumärgern müssen. Wir hatten gemeinsam ein großes Projekt zur DDR-Pädagogik, aber er ist auch mein Doktorvater und er ist immer noch bei der Sache immer dazugeblieben, war ein Professor für Erziehungswissenschaft, aber immer schon mit einem ganz großen Engagement für Vorschulerziehung, frühkindliche Bildung, Pädagogik der frühen Kindheit. Das nennt man ja jedes zwei Jahre irgendwann wieder anders. Es bedeutet ja auch etwas anderes und ich freue mich ganz besonders, dass er hier ist. Er hat Bezüge zu Osnabrück auch, aber die lasse ich weg, weil da kenne ich mich nicht so aus. Da befürchte ich, dass ich was Falsches sage. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Vortrag, der eben nicht nur wie sonst üblich über Bildungspläne geht, sondern sich auch einmal fragt, was steckt eigentlich hinter den Bildungsplänen, welche Gedanken, vielleicht welche Ideologien, welche Normen. Und ich freue mich ganz besonders auf diesen Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier stehen darf, den Ort meiner Kindheit. Denn ich bin hier in Dortmund groß geworden und hier die Straße, das war ein Geschäft meines Großvaters. Da habe ich schon 1939 Weihnachten gefeiert. Aber was viel wichtiger ist, vor genau 40 Jahren, ist dieses Buch entstanden. Da wurde die Universität gegründet und ich war hier junger Dozent. Meine erste Aufgabe war in einer Kommission, und darauf war ich damals mächtig stolz, der Kommission, zur Entwicklung von Empfehlungen zur pädagogischen Arbeit im Kindergarten. Das sind die allerersten Empfehlungen des Landes Niedersachsen überhaupt. Bin dann nach 3 Jahren ausgeschieden, weil ich dann eine Professur in Dortmund kriegte. Damals haben wir bereits diskutiert. Und das Thema, das ich heute behandle, ist deshalb auch gar nicht neu. Weder in seinen inhaltlichen Aussagen. Denn wenn man sich hier diese Empfehlungen anguckt, dann staunt man. Da ist dann ebenso wie in den neuesten Plänen auch von Niedersachsen die Rede von Ich-Sozial- und Sachkompetenz. Da ist ein ganzes Kapitel über Lernen und Spielen. Da ist ein ganzes Kapitel über entwicklungsangemessene Angebote. Vor allen Dingen haben wir lange über das Spiel und das Verhältnis zum Lernen gestritten. Es wäre mal eine spannende Aufgabe, die Richtlinien heute mit denen von damals zu vergleichen. Bis in Formulierungen würde man wahrscheinlich aus dem Staunen nicht herauskommen. Damals ging es auch schon um ein neues Begabungsverständnis von Heinrich Roth. Er sagte, das ist ein Dynamik, die muss man berücksichtigen. Wir können nicht von fertigen Anlagen ausgehen. Eine heiße Diskussion damals. Heute wird wieder diskutiert und da habe ich manchmal den Eindruck, als wenn die Leute meinen, alles wäre neu. Warum also genau 40 Jahre später noch einmal zu dem Thema? Weil ich befürchte, dass von der Kritik damals an den Plänen, dass sie nicht ernst genommen wurden. Die Kritik damals war Verschulung des Kindergartens, Verschulung des kindlichen Spiels, Verplanung des Kindes. Ich habe Sorge, dass daraus keine Konsequenzen gezogen werden. Und ich will das dann auch zum Teil gleich belegen. Mir geht es nur um die erziehungswissenschaftlichen Grundlagen. Mir geht es nicht um Einzelfragen der Elternarbeit oder der Inklusion oder der behinderten Kinder, sondern nur, auf welchen Grundlagen basieren die heutigen Bildungspläne. So, wenn wir jetzt vielleicht einmal das nächste Schaubild nehmen könnten. Ich nehme die zunächst meine Gliederung, zunächst einige Ausgangsthesen. Dann das neue Bild, wie es in allen Plänen heißt. Sie sprechen alle vom neuen Bild, vom Kind als Co-Konstrukteur. Dann
Die Frage, nach welcher Entwicklungstheorie, liegt den Plänen dann überhaupt zugrunde? Dann, hochstehende Schreibfehler, Spielen und Lernen, das Verhältnis, dann ein zentraler Punkt, die Kompetenzen als Ausgangspunkt und Ziel. Darum habe ich das genannt, kompetenzorientierte Bildung. Dann die Frage, Erziehung, wo bleibt die eigentlich? Damals hießen alle Erziehungspläne. Wir haben uns die Köpfe heiß geschlagen, was ist Erziehung, welche Ziele müssen wir mit Erziehung erfolgen? Heute spricht keiner mehr von Erziehung, alle sprechen nur noch von Bildung. Und vergessene historische Erfahrungen und Erkenntnisse. Vielleicht noch eins. Weiter, ich nenne jetzt nur, ich habe nur die Pläne ausgesucht ab 2010, die nochmal überarbeitet sind, die zum Teil erprobt sind. Hier ist eine Übersicht über die Pläne, das können wir ganz kurz machen. Ausnahme Niedersachsen, weil da im letzten Jahr ein Plan 2013 über die Tageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder erschienen ist. Für mich eine sehr spannende Sache. So, vielleicht jetzt noch ein Stück weiter. So, meine Ausgangsthesen sind folgende. Erstens, Bildung ist nach den neuen Bildungsplänen planbar. Bildung des Kindes ist planbar. Ich bin aber der Meinung, dass der Mensch letztlich nicht planbar ist, auch Bildung nicht. Bildung besteht aus einem Bündel von vorgegebenen Kompetenzen, die man beschreiben, messen, evaluieren kann. Dabei wird die vorausgesetzte Selbstkompetenz, die Selbstbildung, das werde ich gleich aufzeigen, von dem ausgegangen wird, des Kindes instrumentalisiert, derart, dass das Kind dann lebenslang lernen und über sich selbst reflektieren kann. Gerade die Frage der Reflexion werde ich nochmal besonders ansprechen. Bildung wird als ein kontinuierlicher, stetiger Prozess beschrieben. Diskontinuitäten, wie die in den 60er und 70er Jahren zu Recht diskutiert worden, ist eigentlich die Entwicklung des Kindes oder meine persönliche Biografie eigentlich so kontinuierlich, geradlinig? Ich meine nicht. Aber genau das wird nicht hinreichend, zumindest berücksichtigt, nur manchmal angesprochen. Spielen und Lernen werden zwar als grundlegende Ausdrucksform des Kindes gesehen, dann aber gleichgesetzt und das Spiel des Kindes nur allzu rasch, zumindest in einigen Plänen, völlig verplant. Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Geschichte der Pädagogik der Kindergärten werden häufig nicht berücksichtigt. Und das ist für Erzieherinnen schlimm, denn sie werden immer in einer Tradition erzogen. Wir haben eine 200-jährige Tradition. Plötzlich kriegen sie wieder neue Pläne, als wenn alles neu wäre. Da muss man mal gucken, was man mit Erzieherinnen macht und welche Kontinuitäten und Diskontinuitäten nun wirklich da sind. Also die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Geschichte der Kindergärten werden aus meiner Sicht in den meisten Plänen nicht hinreichend berücksichtigt. Ein weiteres Problem, was mich vor 40 Jahren beschäftigt hat, waren Fragen der pädagogischen Anthropologie. Oder ich drehe das mal andersrum. Was ist das eigentlich für eine Wissenschaft, die wir hier treiben? Was ist das eigentlich, Pädagogik der frühen Kindheit? Ist das eigentlich nur eine Anwendungs- und Integrations- und Handlungswissenschaft? Derart, dass sie jeweils nach anderen Wissenschaften schielt und guckt? Sich aus der Biologie, aus der Neurobiologie, aus der Psychologie, aus der Sozialisationsforschung Teilchen holt, diese integriert, daraus auf immer welchen Wegen dann einen Plan macht, den er zwar selbst wieder evaluiert, und wenn da neue Ergebnisse sind, dann muss diese Wissenschaft ja wieder von vorne anfangen. Ich stelle also mal ernsthaft, das ist für mich eine ernsthafte Frage augenblicklich, was ist das eigentlich für eine Wissenschaft, die Sie da studieren? Soweit meine Einleitung. Das neue Bild vom Kind, das Kind, das war der erste Abschnitt dann als Co-Konstrukteur seiner Bildung. Die durchgesehenen Bildungspläne gehen von einem neuen Bild vom Kind aus. Da heißt es immer wieder, das Kind als Akteur und Konstrukteur seiner eigenen Entwicklung und seiner eigenen Bildung. Ich nehme jetzt nur einige von den 12 Plänen, die ich untersucht habe.
Der bayerische Bildungsplan, das Schwergewicht, ne, so an die 500, 600 Seiten, liest sich wie ein Fachbuch zum Teil. Ich möchte mal wissen, welche Erzieherin das gelesen hat, vor allen Dingen die 30 Seiten Literatur oder 20 Seiten Literatur. Also, im bayerischen Bildungsplan heißt es im grundlegenden Kapitel über das Bild vom Kind: Der neugeborene Mensch kommt als kompetenter Säugling zur Welt. Dies belegt die Entwicklungspsychologie und belegen neurowissenschaftliche Säuglings- und Kleinkindforschung. Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit und übernehmen dabei entwicklungsangemessen Verantwortung, denn der Mensch ist auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegt. Bildung wird im Anschluss daran als sozialer Prozess, an dem sich Kinder und Erwachsene aktiv beteiligen, gekennzeichnet. Als ein Prozess im kommunikativen Austausch, im ko-konstruktiven Prozess, eingebettet in kulturelle und soziale Zusammenhänge. Ganz ohne Zweifel. Nebenbei gucken Sie bei mir Fröbel nach, wie der das Kind und seine Bildung als Selbstbildung definiert hat. Sicher mit anderen Formeln. Also die Selbstbildung des Kindes. Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Einrichtungen von 2005, der in den neuen Richtlinien ausdrücklich als richtig bestätigt wird, spricht, Zitat, auf der Basis wissenschaftlicher Studien, also ich hole die Ergebnisse aus anderer Forschung, unter anderem aus der Hirnforschung, von einer völlig neuen Sicht des Kindes. Das Kind ist demnach ein geborener Lerner, alles Zitate, selbstbestrebt, die Welt zu verstehen. Dem Plan liegt das Bild vom aktiven, selbstlernenden Kind zugrunde, von der Selbstbildung, wobei die Bildungsprozesse immer soziale und kommunikative Prozesse zwischen Kind und Erwachsenen sind. Das sind, wie es dort heißt, Ko-Konstruktionen. Auch in den Grundsätzen für die Bildungsförderung der Kinder von Nordrhein-Westfalen wird das Kind als Akteur seiner Bildung betrachtet. Dort heißt es dann, so betrachtet ist Bildung immer Selbstbildung. Dabei ist das Kind immer auch zugleich ein soziales Wesen. Das gilt dann auch für den sächsischen Bildungsplan. Dort heißt es, das einzelne Kind kann mit seinen Bedürfnissen und Rechten als sozialer Akteur oder als Akteur seiner selbst beschrieben werden, als Hauptfigur und Mitproduzent seiner eigenen Entwicklung. Bildung ist deshalb Selbstbildung im sozialen Kontext. Bildung wird, auch das ein Begriff, da werde ich noch etwas darauf eingehen, als ganzheitlicher Prozess aufgefasst. Das gilt nun auch für das Saarland, das kann ich abkürzen. In Baden-Württemberg sieht es, wie so oft in dem Plan, etwas anders aus. Baden-Württemberg entwickelt in seinem Bildungsplan ein, wie es heißt, mehrspektivisches Verständnis von Bildung und Erziehung, das, Zitat, verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, geistes-, sozial-, naturwissenschaftliche und auch den theologischen Blickwinkel einbezieht. Bildung, also auch hier, die Wissenschaft geht von Ergebnissen anderer Disziplinen aus. Bildung wird dann auch hier als ein lebenslanger, selbsttätiger Prozess beschrieben. Kinder erschaffen sich ihr Wissen über die Welt und sich selbst durch ihre eigenen Handlungen. Bildung ist ein Geschehen sozialer Interaktion. Das Kind ist Akteur, Subjekt, das sich aktiv die Umwelt erschließt. Diese Tendenz, diese Umschreibung gilt für alle Pläne, die ich gesehen habe, als Grundlage. Davon wird ausgegangen, von diesem Verständnis. Ich komme nun zu einem weiteren Abschnitt, entwicklungsangemessene Bildung. Bei der Begründung der Förderung der Kinder haben sich in der Geschichte der Kindergartenpädagogik dann des 20. Jahrhunderts unterschiedliche Entwicklungstheorien haben dort eine Rolle gespielt. In den 60er Jahren wurde der Pädagogik insgesamt vorgeworfen, dass sie einseitig von einem genetisch begründeten Modell und einer Stufentheorie der Entwicklung und Erziehung ausgehe. Ich war erst Lehrer, dann habe ich in München, dann in Münster studiert, war auch lange zwischendurch in der Praxis.
In München musste ich noch in der Entwicklungspsychologie die Stufentheorie auswendig lernen. Genaue Stufen, in welchem Monat und welchem Alter das Kind wie weit war. Das war selbstverständlich. Das wurde dann zu Recht in den 60er Jahren kritisiert. Es wurde also bemängelt, dass die Einflüsse der Umwelt und auch, das war der Pädagoge Bollnow, vor allen Dingen die Diskontinuitäten in der Entwicklung nicht hinreichend berücksichtigt werden, dass dies gar nicht ein linearer, kontinuierlicher Prozess sei. In den 70er und 80er Jahren ging es dann um die Situationsansätze. Dort haben wir beide auch kritisiert, in einem Aufsatz dann zum Schluss nochmal ganz mächtig, dass die Entwicklungstatsache beim Kind sowohl im Hinblick auf das Beziehungsverhältnis Kind-Erwachsener als auch im Hinblick auf die Entwicklung seiner Lernstrukturen, das hat vor allen Dingen der Kollege Krappmann deutlich gemacht, nicht hinreichend beachtet werden. Dann gab es auch, das mache ich hier nur als Fußnote, Konzepte, das wird heute vergessen, für Kinder unter 3 Jahre, und zwar das Krippenmodell von Kuno Beller. Kuno Beller war einer der ersten der Amerikaner, der dann hier in Deutschland war, auch am Max-Planck-Institut, der ausdrücklich vom aktiven Kind ausging. Das halte ich ihm zu gut, das muss man wirklich sagen. Er sah das sehr genau in seinem psychologischen Ansatz. Dann aber entwickelte er auf einmal ganze Tabellen, und zwar 370 Items für die Erzieherin, 370 für die Erzieherin, für Kinder unter 3 Jahren, an die sie sich halten sollten, und hatte dann ellenlange Fördertabellen, und die konnten auch die Eltern kaufen. Um Gottes Willen, mein Kind ist 2 Jahre, 3 Monate alt und in der Entwicklung noch nicht da, sondern erst da. Also genaue Entwicklungsstufen, die vorgeschrieben wurden. Das war etwas Merkwürdiges bei Herrn Beller, und auch das wurde damals scharf kritisiert. Zu fragen ist auf diesem Hintergrund, ja, was sind denn bei den neuen Plänen, die jetzt vorliegen, nach denen die Erzieherin ja arbeiten sollen, was steht da denn für eine Entwicklungspsychologie heute dahinter? Ich mache wieder Beispiele und beginne wieder bei den Bayern. Im bayerischen Bildungsplan sind die Aussagen über die Entwicklung sehr allgemein formuliert. Die Bedingungen der Entwicklung werden in den Vordergrund gerückt. Dort heißt es, die kindliche Entwicklung folgt nicht nur biologischen Reifungs- und Wachstumsprozessen, und weiter, sie ist vor allem vom Kulturkreis, sozialen Praktika und, das wird eine wichtige Rolle noch weiterspielen, vor der Qualität der Bindungen, dort liegen die Bindungstheorien zugrunde, die Sie wahrscheinlich im Studium kennenlernen, gerade hier in Münster, in Osnabrück, Entschuldigung. Gerade diese Bindungen des Kindes, die Art der Bindung ist wichtig für seine Entwicklung. Dann heißt es weiter, indem man das Verhältnis von Bildung und Entwicklung ganz optimistisch beschreibt, Bildung kann die Entwicklung maßgeblich vorantreiben. Es ist überhaupt nicht, ich zitiere wörtlich, abzuwarten, bis Kinder ein bestimmtes Entwicklungsniveau und Alter erreicht haben, um Lernaufgaben zu bewältigen. Mit Kulturwerkzeugen sinnvoll umzugehen, Lernerfolge zu erzielen, zum Beispiel im Umgang mit Zahlen, Schrift, elektronischen Medien, ausschlaggebend sind ihr Wissen und Vorverständnis, an denen sie sofort anknüpfen können. Reichhaltige und anspruchsvolle Lernaufgaben, die an ihrem Stand ausgerichtet sind, bringen die Kinder in ihrem inhaltlichen Expertentum und damit in ihrer geistigen Entwicklung schnell weiter. Ein Abschnitt über das Prinzip der Entwicklungsangemessenheit, so heißt der ganze Abschnitt, besteht aber nur aus 3 Sätzen, die darauf hinweisen, dass Entwicklungsangebote der Entwicklung des Kindes angemessen sein müssen. Fragt man sich, was ist denn angemessen? Und man soll dabei Überforderungen vermeiden. Und lerntheoretisch im nächsten Satz geht der Plan von dem in Schweden entwickelten ko-konstruktiven Lernansatz aus. Dieser hebt das gesamte Bildungsgeschehen zugleich auf eine metakognitive Ebene. Beim Leben habe ich mir die normale Erzieherin vorgestellt.
die plötzlich auf der metakognitiven Ebene ist. Gemeint ist nachher die Reflexion. Ganz komplizierter Vorgang, der zu Recht angesprochen wird. Ich will hier nicht alles malig machen. Man soll mit Kindern unter 3 sehr früh reflektieren, was sie in der Woche gelernt haben. So etwas habe ich mit Schülern, ich war jahrelang erst im Schuldienst, immer wieder gemacht. Frage, mit welchen Kindern kann ich das machen? Mit Kindern reflektieren über ihre eigene Selbstbildung. Da kann eben was Furchtbares passieren. Da steht nämlich nicht mehr die Sache im Vordergrund, sondern das Selbst. Das Selbst ist wichtig und nicht mehr der Inhalt, nur die Methode, wie kann ich mein Selbst weiterbilden. Das könnte zu einem hohen Egoismus führen, behaupte ich. Nordrhein-Westfalen spricht unterschiedlich, spricht einerseits von stufenspezifischer Entwicklung, andererseits von der Umwelt. Ich mache das jetzt etwas kürzer, gehe noch einmal auf den Orientierungsplan von Niedersachsen ein. Dort heißt es, er spricht von altersspezifischen Entwicklungsschritten im Bildungsprozess. Die werden jedoch auch wieder nicht genau ausgeführt. Im Plan, dem neuesten aus dem letzten Jahr für die Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren, heißt es dann, dass das Kind in seinem Selbstbildungsprozess sowohl angeborene als auch im Laufe der Entwicklung angeeignete Lernstrategien nutzt. Und das Kind in den ersten 3 Lebensjahren eine sehr steile Lern- und Entwicklungskurve durchläuft. Wobei, das ist sehr genau dann auch beschrieben und sehr richtig, die Unterschiede der Entwicklung zwischen den Kindern ganz erheblich sind. Das heißt, die Kinder bedürfen nach diesem Plan unterschiedlicher Entwicklungsbegleitung. Und auch hier Voraussetzung für eine gute Entwicklung sind zuverlässige Bindungen. In dem Kapitel dann, die Bildungsziele in Lernbereichen und Erfahrungsfeldern, werden dann Anregungen zu emotionalen, sozialen, kognitiven, motorischen Entwicklung gegeben. Die Entwicklung wird also in Bereiche aufgeteilt. Und in die das Kind mit Unterstützung der Erzieherin stufen- und schrittweise eingeführt werden muss. Die Entwicklung, so wird ausgeführt, vollzieht sich dabei nahezu wie von selbst, wenn nur alle grundlegenden Bedürfnisse des Kindes befriedigt sind. Ich erspare mir die anderen. Wir können in der Diskussion gerne noch mal darauf zurückgehen. Ich hätte jetzt gerne noch mal ein Schaubild, wo abschließend in Baden-Württemberg ist das, ja. Hier ist das, ja. Gleichsam die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit eben als stetige Kurve. Das, was ich zum Teil eben bemängelt habe, ausdrücklich auch skizziert wird. Da die Anregungen jeweils, und wenn das richtig ist, dann wird das Kind sich stetig kontinuierlich entwickeln. Ich fasse das Ganze einmal zusammen über die Entwicklungstheorien. Der Überblick, von dem ich hier noch einige Auszüge gezeigt habe, zeigt, dass die Aussagen in den Bildungsplänen nicht eindeutig zu einer Entwicklungstheorie zugeordnet werden können. Und dass sie in den Texten und erst recht in den Ausführungen zum Teil widersprüchlich sind. Überwiegend gehen die Aussagen von einem dynamischen Interaktionsmodell aus, bei dem das Kind aktiv auf die Umwelt zugeht und zugleich von ihr beeinflusst wird. Dieses Modell wird dann mit Bindungstheorien verbunden. Dispositionsmodelle, Modelle also, die dem Kind und seiner genetischen Ausstattung eine wichtige Rolle zuweisen, und Stufentheorien der Entwicklung, die von einer Reifung der Anlagen ausgehen, werden jedoch gleichzeitig direkt oder indirekt immer wieder zitiert. Beziehungsweise dann in einem stufenweisen Aufbau der Anregungen für die Erzieherin zugrunde gelegt, obwohl es vor dem Text anders hieß. Einseitige Umweltmodelle werden eindeutig abgelehnt. Ein Kapitel, auf das ich hier nur hinweise, durchgehend spielt die Resilienz, also die psychische
und gesundheitliche Widerstandsfähigkeit der Kinder in den Plänen eine große Rolle. Und in dem Zusammenhang wird auch zum Teil angesprochen, aber nicht durchgehend, dass dabei das Kind Krisen berücksichtigen muss. Ich komme zu einem weiteren Kapitel Spielen und Lernen, in dem ich mich sehr oft befasst habe. Meine erste Untersuchung waren Spielplätze hier in Osnabrück. Als die Innenstadt neu angelegt wurde, war hier eine Planungsgruppe und da wurden Spielplätze angelegt. Ich weiß gar nicht mehr, ob die bestehen. Da hatten wir ein Forschungsprojekt Anlage von Spielplätzen und Untersuchung. Und seit dieser Zeit, das war Anfang der 70er, hat mich das Thema Spielen und Lernen nicht losgelassen. In der Kindergartenpädagogik hat das Spiel, die Spielpflege bei Fröbel, die Spielgaben, die Montessori-Gaben, Spielzeuge unterschiedlicher Art, eine lange, lange Tradition. Erkenntnisse ganz unterschiedlicher Spieltheorien, phänomenologischer Theorien, psychoanalytischer Theorien, gestalttheoretischer Theorien, die gerade in Nordrhein-Westfalen eine Rolle gespielt haben, sozialisationstheoretischer, auch marxistischer, wurden immer wieder diskutiert und haben bei der Begründung von Spielförderkonzepten für den Kindergarten und Spielcurricula eine wichtige Rolle gespielt. Immer wieder mit der Gefahr der Funktionalisierung des kindlichen Spiels. Da gibt es ein Dilemma seit Fröbel. Hier war ja der Kollege Gerd Schäfer aus Köln und hat eine Vorlesung auch über Fröbel gehalten, Montessori und Fröbel. Er hat das an einer Stelle sehr deutlich gemacht. Bei Fröbel bereits heißt es, einmal ist das Kind selbstbestimmt und man soll ihm Spielgaben geben, damit es selbstbestimmt damit spielt. Und dann, wie kriege ich das hin? Dann eine Pädagogik, einen Plan für diese Spielmittel zur Spielpflege, ohne sie zu verzwecken. Dieses Problem ist durchgehend seit 200 Jahren in der Kinderpädagogik. Jetzt ist die Frage, was passiert in den neuen Plänen? Wird das Problem überhaupt angesprochen? Welche Spieltheorien liegen da zugrunde? Sie sehen wieder, im Anfang waren es bestimmte Theorien, dann waren es die entwicklungspsychologischen Theorien, hier sind es bestimmte Spieltheorien, die benutzt werden, um Pläne zu begründen. Ich folge im Grunde immer dem Aufbau dabei der Bildungspläne. Ich fange bei den Bayern wieder an. Das Spiel ist für den bayerischen Bildungsplan, Zitat, die ureigenste Ausdrucksform des Kindes. Und es zeichnet sich, ein weiteres Zitat, durch zwei Kriterien aus, nämlich die Zweckfreiheit der Spielhandlung und die Veränderung des Realitätsbezuges durch das Spiel. Und, sofort im nächsten Kapitel, das Spiel ist die elementare Form des Lernens, das nach jeweiligem Entwicklungsstand, Alter und Interessen der Kinder variiert und zugleich Ausdruck seiner inneren Befindlichkeiten und Erlebnisse ist. Und für den Plan sind Spielen und Lernen überhaupt keine Gegensätze und beide haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und sind immer miteinander zu verknüpfen. Das Spiel ist in unserem Bildungsplan letztlich, Zitat, Auslöser, integraler Bestandteil geplanter, moderierter Lernaktivitäten mit und für die Kinder. Deshalb, Zitat, ist die Überwindung des Gegensatzes von Spiel- und instruktionsorientierten Lernansätzen notwendig. Konsequent stehen im Plan deshalb nicht verschiedene Spielformen und die Bedingungen, unter denen sie zustande kommen, im Vordergrund, sondern einige Bedingungen kindlichen Lernens wie die Atmosphäre und Lernumgebung, wie kooperatives Lernen, Lernen am Modell, selbsttätiges, entdeckendes und auch hier wieder der Begriff ganzheitliches Lernen. Wichtig ist vor allem, heißt es dann im Plan, dass das beiläufige und gelegentliche Lernen der Kinder bei ihrem Spiel zum spielerischen Lernen entwickelt wird, dem mehr systematische und didaktische Aufbereitung zuteil wird. Da passiert's. Und das wird dann in den Folgen ganz deutlich. Damit wird deutlich, die Zweckfreiheit des kindlichen Spiels
Und die Selbstbestimmung des Kindes im Spiel wird ebenso wenig ernst genommen wie eben die Selbstkompetenz. Das Spiel wird verplant, verzweckt, die Selbstkompetenz wird hier instrumentalisiert. Lernen und Spielen sind für Kinder ein und dasselbe, heißt es auch im Plan Baden-Württemberg. Es hat jedoch in diesem Plan im Unterschied zu Bayern eine grundlegend zentralere Bedeutung. Nach einer Beschreibung des Lernens bei Kindern im Anschluss an Friedrich Fröbel, ein Zitat über die Entwicklung des Spielverhaltens als altersabhängige Reihenfolge, die schlägt auch wieder eine Entwicklungstheorie sofort durch. Die Fülle unterschiedlicher Spielformen müssen deshalb Familie, Kindergarten, Tageseinrichtung, Schule ihren Platz finden. Besonders hervorgehoben wird dann im Anschluss an Maria Montessori, hilf mir es allein zu tun. Das Prinzip der Selbstbildung, hilf mir es allein zu tun bei Montessori, wird ausdrücklicher betont und damit, man kann das auch psychologisch ausdrücken, intrinsisch motiviert. Nordrhein-Westfalen beschreiben das Spiel als die ureigenste Ausdrucksform und das zentrale Mittel des Kindes, sich und ihre Welt anzueignen. Ich führe das auch hier im Weiteren nicht aus. In den einzelnen 12 Plänen. Insgesamt zeigt sich, dass nur die Bildungspläne Baden-Württemberg und Sachsen und zum Teil Niedersachsen ausdrücklich und direkt an die lange Tradition der Spielpädagogik des Kindergartens anknüpfen. Insgesamt wird der Spielbegriff mit dem des Lernens und der Selbstbildung verknüpft. Die damit verbundene Gefahr einer Funktionalisierung, einer Verschulung des kindlichen Spiels im Hinblick auf angestrebte Bildungsziele wird deutlich. Die Selbstbestimmung und Selbsttätigkeiten der Kinder werden dann, und das gilt für alle Pläne, soll immer beobachtet, dokumentiert und reflektiert werden. Das heißt, dass wir gleich in einem Schema noch deutlich durchgehend, soll das Kind eben beobachtet und dokumentiert werden und alles muss reflektiert werden. Das Spiel wird dabei in einzelne Funktionen zerlegt und in gewünschte Richtungen gelenkt. Und damit für mich das Spiel verplant, ebenso wie das Kind. Das heißt also, das Kind ist auch eine lange Diskussion, wenn das so stimmt, wie ich das sage, ein defizitäres Wesen, das ich unbedingt ergänzen muss. Das selbstbestimmte Kind wird zum Defizitären. Dies wird noch deutlicher jetzt im folgenden Abschnitt. Ich muss immer auf die Uhr gucken. Im Hauptteil, also Kompetenzen jetzt, der nächste Abschnitt, als Ausgangspunkt und Ziel der Bildung. Dies waren Sie schon hier in Niedersachsen. Das erste große Kapitel waren die Kompetenzen. Sie sind Ausgangspunkt und Ziel. Bevor ich die Bildungsbereiche beschreibe, in denen diese Kompetenzen dann erreicht werden sollen, soll deshalb zunächst nach dem Kompetenzverständnis gefragt werden. Denn Kompetenz ist zunächst ein sehr allgemeiner Begriff. Ich muss ja fragen, handelt es sich dabei um allgemeine Kompetenzen, allgemeine soziale Kompetenzen, allgemeine Lernkompetenzen, Methodenkompetenzen oder was? Oder handelt es sich um fachbezogene oder sogar schulfachbezogene Kompetenzen, die ich dann wiederum schön einzeln überprüfen und evaluieren kann? Bayern heißt es, in einer individualisierten Wissensgesellschaft werden Kompetenzen wichtiger als das sich rasch veränderte Fach- und Spezialwissen. Man geht also von allgemeinen Kompetenzen aus. Basiskompetenzen heißt es dort und Werthaltungen geben dem Kind ein inneres Gerüst und Orientierung. Mit den Kompetenzen, die man dann erwerben soll, werden immer auch bestimmte Werte verbunden. Ich sage das schon im Hinblick auf ein Kapitel, was ich hier nur kurz ansprechen kann, was früher mit der Erziehung verbunden wurde,
Die Wertehaltung wird hier mit den Kompetenzen vom Ansatz her gekoppelt. Nicht nur hier in Bayern. Begründet werden Basiskompetenzen als Ausgang und Ziel durch, ich zitiere, die Theorieansätze der Entwicklungspsychologie und die der Persönlichkeitspsychologie. Der wichtigste Zugang ist in diesem Zusammenhang die Selbstbestimmungstheorie. Und dann zählen Bayern 10 Kompetenzbereiche auf und beschreiben sie, die auch die Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenzen enthalten. Personale Kompetenzen der Selbstwahrnehmung, motivationale Kompetenzen, kognitive, physische. Dann Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext, soziale Orientierungskompetenzen, Kompetenz der Verantwortungsübernahme, demokratische Teilhabe, lernmethodische Kompetenzen, Kompetenzen im Umgang mit Veränderungen und Belastungen, Widerstandsfähigkeit. Die Kompetenzbereiche werden dann, und das werde ich dann im nächsten Schritt zeigen, in Bildungsbereiche übergeführt, genau wie dann das Spiel. Und gekoppelt dann mit zum allergrößten Teil schulfachbezogenen Kompetenzen. Sprache, Literatur, Mathematik, Naturwissenschaften, Musik. Das sind immer Schritte innerhalb des Plans. Ein zweites Beispiel, ich nehme jetzt mal das Saarland. In der Einleitung der Handreichung für die Praxis zum Bildungsprogramm im Saarland werden als Ziele der Bildung auch Ich-, Sozial- und Sachkompetenzen genannt. Verbunden mit der Behauptung, dass sie einem ganzheitlichen Bildungsverständnis entsprechen. Ich muss jetzt mal was sagen, es geistert in der Pädagogik der frühen Kindheit, bei mir wahrscheinlich auch früher, der Begriff Ganzheitung. Alles ist ganzheitlich, die Erziehung ist ganzheitlich, jede Erzieherin macht ganzheitliche Erziehung. Wenn ich dann die ganz böse Frage stelle, meinen Sie eigentlich die ganzheitliche Erziehung aus der NS-Pädagogik? Denn da finden Sie den Begriff am allermeisten. Das war die ganzheitliche Erziehung, die Fröbel erfüllt hat. Das waren die Vollstrecker der Fröbel-Pädagogik. So heißt es bei denen. Das kann ich nachweisen, habe ich auch. Da wird immer von Ganzheit gesprochen. Man muss vorsichtig sein. Die DDR hat auch von Ganzheitspädagogik gesprochen. Wir sprechen auch immer wieder von ganzheitlicher Erziehung. Und ich werde dann nervös und frage immer, bitte, was für eine Ganzheit meint ihr? Also bitte seien Sie vorsichtig beim Lesen und hinterfragen. Das war der Sinn meiner Fußnote. Also, das Saarland, das Zitat nochmal, verbunden mit der Behauptung, dass sie einem ganzheitlichen Bildungsverständnis entsprechen, diese Kompetenzen, dass in Deutschland, das ist schon spannend, mit Humboldt, Fröbel, Pestalozzi verbunden ist. Hier wird also behauptet, dass die Kompetenzen, die jetzt kommen, in dieser Tradition stehen. Die 4 genannten Basiskompetenzen werden in einem besonderen Kapitel über die Kompetenzen im Bildungsverlauf, Sie hören jetzt richtig, in 17 Ich, 17 Sozial, 16 Sach- und 16 Lern- und Methodenkompetenzen aufgegliedert, gleich 66 Kompetenzen. Diese Kompetenzen werden dann im weiteren Teil des Buches mit den Bildungsbereichen verbunden, diesen zugeordnet. Und da sind es dann auf einmal wieder schulfachbezogene Kompetenzen. 66 Kompetenzen, auf die Erzieherin achten soll. Ich stelle mir mal vor, die hat an der Wand so einen Plan mit 66 Kompetenzen, die sie ausbilden muss. Anders wird im sächsischen Plan argumentiert. Im Anschluss an das sächsische Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gilt, dient, jetzt kommt es wieder, der ganzheitliche Bildungs- und Erziehungsplan und Betreuungsauftrag des Bildungsplans vor allem erstens dem Erwerb und der Förderung sozialer Kompetenzen, die stehen ja ganz im Vordergrund, und zweitens der Ausbildung von geistigen und körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dabei werden hier im Bildungsplan bewusst, ausdrücklich, unterstrichen, keine Kompetenzkataloge formuliert, die die Kinder bis zu einem bestimmten Alter erreicht haben müssen. Nicht zuletzt, man höre und staune, weil die Ergebnisse der Hirnforschung die Erkenntnis hervorgebracht haben, dass es überhaupt keine isolierten
Kompetenzen und Funktionen gibt. Hier wird mit den gleichen Ergebnissen aus der Hirnforschung offensichtlich anders umgegangen. Und die Komplexität der Vorgänge der Entwicklung, der Wahrnehmung, des Fühlens, des Denkens, der Sprache bzw. der Förderung beachtet. Und sie müssen jeweils unterschiedlich unterstützt werden. Die Umsetzung erfolgt auch hier in 6 Bildungsbereichen, in denen jeweils nach einer fachlichen Einführung Leitbegriffe, Anregungen zur Umsetzung mit möglichen Inhalten, verbunden wieder mit Beobachtungs- und Analyseaufgaben, die man dann dokumentieren und evaluieren kann, verbunden. Baden-Württemberg geht auch hier einen anderen Plan, auch Niedersachsen. Ich merke, die Zeit rennt mir ein bisschen weg. Ich fasse das mit den Kompetenzen mal zusammen. Insgesamt zeigt sich die Tendenz, dass die Ziele der Bildung, auch wenn sie bei der Umsetzung immer wieder, wie es heißt, unter aktiver Mitgestaltung der Kinder und unter Berücksichtigung der je individuellen gesellschaftlichen Bildungssituation entwickelt werden, letztlich zu einer Summe von Kompetenzen werden, von vorgegebenen Inhalten, Wissen und Qualifikationen, die man dann beobachten, dokumentieren, evaluieren kann. Allgemeine Kompetenzen, psychologisch begründet, mit Ausnahme von Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, werden schrittweise zu Schulfachbezogenen. Die Gefahr, dass dann in der Praxis die Umsetzung in einer Art Stundenplan erfolgt, ist nicht mehr zu übersehen und wird noch deutlicher bei dem Überblick auf einem aufgezeichneten schematischen Ablauf. Der stammt aus, muss aus dem Saarland, glaube ich, stammen, oder Berlin oder Hamburg, die sind nämlich da alle identisch. Also oben stehen die, ich hoffe, Sie können es einigermaßen sehen, die Kompetenzen, dann die Bildungsbereiche und unten zum Schluss Beobachtung und Dokumentieren. Das ist immer ein ähnliches Thema. Links das Bildungsverständnis, das ich zitiert habe. Ja, das ist gut. Ich, Sozialkompetenzen, umgeformt, das ist nur ein Beispiel. Dazu kommen dann in dem dickeren Teil der Bildungspläne die Anleitungen nach diesem Schema für die Erzieherin. Das als Ziel in diesem Fall, als oberstes Ziel und das Dokumentieren. Die anderen Bereiche habe ich jetzt rausgenommen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Bei der Anordnung und Umsetzung von Zielen und Inhalten hat es in der Geschichte der Pädagogik auch verschiedene Modelle gegeben. Wie ordne ich das an im Kindergarten, wenn ich das mache? Nach fachimmanenten Kriterien und damit einer Gliederung, die sich gleichsam an einzelnen Disziplinen oder Schulfächern orientiert? Oder an vorfachlichen Fähigkeiten, an fächerübergreifenden psychischen Funktionen, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, also psychische Funktionen wie kreatives, logisches Denken, motorische Geschicklichkeit, sprachlicher Ausdruck, oder an Grundbedürfnissen des Kindes, nach der Geborgenheit, Kommunikation, Sinngebung und so weiter. Der erste Ansatz wurde in den 60er und 70er Jahren als disziplinorientiert bezeichnet. Der zweite als funktionsorientiert. Da man befürchtete und argumentierte, dass sie entweder zum Training isolierter psychischer Funktionen oder einseitig zur Vorbereitung auf die Schule dienen, erfolgte dann eine Strukturierung nach einem dritten Ansatz, bei dem die Gebote von der Situation der Kinder, der Gruppe, der Gemeinde, des Ortes, in dem der Kindergarten war, ausging, dem situationsorientierten Ansatz. Nun kann man ja fragen, wie wird denn heute organisiert? Ist das jetzt was Neues, wenn man von der Selbstbestimmung des Kindes ausgeht?
Der bayerische Plan gliedert nach 11 themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsbereichen. Nordrhein-Westfalen nach 10, Hamburg nach 7, Sachsen nach 6 Bildungseinheiten, Baden-Württemberg nach 6 Bildungs- und Entwicklungsfeldern, Niedersachsen nach 9 Lernbereichen und Erfahrungsfeldern. Können wir das nächste Mal sehen? Das müsste da drunter hängen. Hier. Ja, nicht, dass ich hier. Ja, ich habe hier mal in Niedersachsen, ist da ein bisschen krackelig. Das sind die Erziehungsbereiche, in denen das dann umgesetzt wird. Und damit mache ich dann vielleicht meinen Wochenplan oder Monatsplan oder was auch immer. Baden-Württemberg stellt eine Ausnahme dar, insofern die Bildungs- und Entwicklungsfelder nach den Bedürfnissen und Funktionen der Kinder, Gefühl, Mitgefühl, Denken und so weiter benannt werden. Das gilt auch für Niedersachsen, die dann ganz feinfühliger und differenzierter beschrieben werden. Die Gefahr der Auferstehung, so nenne ich das jetzt mal, Disziplin und funktionsorientierter Ansätze ist unübersehbar. Das wird vor allen Dingen deutlich, wenn Sie sich mal die Prospekte der Verlage angucken, was die denn so anbieten. Dafür, oder kann ja ruhig welche nehmen, gucken Sie sich mal an, was Herder und andere Verlage den Erzieherinnen anbieten, wie das da strukturiert sind, da finden Sie genau das wieder. Ich weiß, dass das eine Schema und dies vielleicht eine Verallgemeinerung ist, dass im Einzelfall das noch etwas differenziert wird. Es gibt aber auch Bildungspläne, die den Situationsansatz wieder auferstehen lassen, und zwar wortwörtlich. Das geht für Berlin, Hamburg und Saarland. Dort finden Sie in den Plänen den alten Situationsansatz, vorne eine neue Argumentation und ab Seite 31 bis 35 nahezu identisch bei allen drei Ländern, finden Sie den Situationsansatz. Letztlich wird hier für mich damit das Kind eben verplant. Und die Erziehung, wo bleibt die Erziehung? Es gibt nur zwei Pläne, das ist wieder Baden-Württemberg und das ist auch Niedersachsen, die überhaupt noch mal ausdrücklich in Definitionen auf Erziehung eingehen. Die anderen setzen das nahezu gleich. Inflation vom Bildungsverständnis, auch in Lexika, wenn Sie sich Lexika durchgucken, während früher Erziehung im Mittelpunkt stand. Bildung aber für mich im Sinne von Ausbildung. Nicht in der Tradition des Humanismus zum Beispiel oder beider christlicher Kirchen, die jeweils eigene Bildungsverständnisse entwickelt haben. Hier geht es um Ausbildung, um Qualifikation, damit man bestimmte Kompetenzen erreichen kann. Ich nenne das Ausbildung und nicht Bildung. Vielleicht bin ich da inzwischen zu alt, um das zu verstehen. So. Also die zwei Ausnahmen nenne ich dabei ausdrücklich. Dann noch, das hatte ich schon angesprochen, eine weitere Dimension, die ich ansprechen muss, und dann komme ich zum Schluss. Ich nenne das vergessene historische Erfahrungen und Erkenntnisse. Kindergarten sowie verschiedene institutionelle Formen der Betreuung und Erziehung von Kindern außerhalb der Familie haben hier in Deutschland eine sehr lange Tradition. Unterschiedliche pädagogische Konzeptionen, ideengeschichtliche, sozialgeschichtliche, politische Einflüsse und Ideologien haben die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher und das Fach geprägt. Liest man nun die Erziehungs- und Bildungspläne, so gewinnt man mehr und mehr den Eindruck, dass es die Geschichte und die damit verbundenen Diskussionen und Erfahrungen und auch ein eigen entwickeltes Kulturgut, was es gibt, an Spielen, an Liedern, an Versen, an Gedichten, an Märchen, kaum noch gibt. Man muss schon suchen. In einigen Bildungsplänen wird in den Kapiteln, vor allen Dingen in den Einleitungen und auch in den Grundlagen, noch eine Beziehung hergestellt. So besteht vor allen Dingen in den Vorworten, sie besteht vor allen Dingen in den Vorworten aus geistreichen Zitaten, die den Eindruck erwecken, dass die Bildungspläne in einer Tradition stehen. Die Handreichungen, zum Beispiel, die ich Ihnen noch mal das Saarland behaupten, einleitend, dass die Ziele, das hatte ich schon gesagt, der Ich-Sach- und Sozialkompetenz in der Tradition von Humboldt, Fröbel, Pestalozzi stehen.
Das gilt für Hamburg, das gilt für Berlin. Der Thüringer bezieht sich im Vorwort ebenso ausdrücklich auf Fröbel und will den Kindergarten ganz im Sinne Fröbels heute neu gestalten. Denn Fröbel sprach schon von freidenkenden, selbsttätigen Menschen. Der bayerische Bildungsplan enthält in den Grundlagen und in der Einführung keinerlei Hinweis auf die Geschichte der Pädagogik oder des Kindergartens. Er nennt am Ende der Kapitel wohl wichtige Forschungsliteratur. In den Grundsätzen zur Bildungsförderung für Kinder in Nordrhein-Westfalen, immerhin das größte Bundesland, sind keine Hinweise auf die Geschichte des Kindergartens enthalten. Eine Ausnahme bilden auch hier wieder besonders Baden-Württemberg. Sie verweisen auf Korschak, Janus von Hentig, Albert Einstein, Rabelais, Fröbel, Montessori, Goethe und Rousseau in einzelnen Kapiteln und gehen zum Teil darauf ein und verbinden das mit anderen Ansätzen. Insgesamt hat man, bis auf den Plan eben von Baden-Württemberg und einigen Abschnitten, den Eindruck, man will möglichst modern sein, will von der langen Geschichte des pädagogischen Denkens und dem damit verbundenen Erfahrungen und Methoden der Erkenntnisbewegung nichts oder nicht mehr viel wissen. Es gibt ein sehr spannendes, schmales Buch, das kann ich nur jedem heute noch empfehlen, von Klaus Mollenhauer, Vergessene Zusammenhänge über Kultur und Erziehung. Er fängt mit dem größten Pädagogen des Abendlandes, Augustinus, an. Machen Sie den nicht einfach zum Heiligen, lesen Sie sein Buch über den Magistro und geht über Goethe weiter bis in die Gegenwart und zeigt auf, welche Traditionen die Pädagogik und auch die Vorschulpädagogik darin hat. Und darum nenne ich das hier Vergessene Zusammenhänge in der gegenwärtigen Diskussion über Kultur und Erziehung. Ich komme zum Schluss. Der Beitrag bezieht sich ausdrücklich, ich muss es nochmal sagen, auf die theoretischen Grundlagen der ausgewählten Bildungs- und Erziehungspläne, nicht auf den Alltag und die Praxis der Erzieherin. Die theoretische Fundierung der Bildungspläne und das in ihnen enthaltene Verständnis vom Kind und seiner Bildung geschieht durch die Übernahme von Einzelergebnissen von Fachdisziplinen. Man kann auch sagen, zum Teil der Vereinnahmung ganzer Denk-, Lern- und Entwicklungsmodelle und deren Grundbegriffe aus der Neurobiologie, Entwicklungspsychologie, den Gesellschaftswissenschaften, den Bindungstheorien und der Sozialisationsforschung. Pädagogik der frühen Kindheit oder Elementarpädagogik und die damit verbundene pädagogische Anthropologie ist demnach eine empirisch sozialwissenschaftlich fundierte Integrations- und Handlungswissenschaft, die für die pädagogische Praxis und zur Bestimmung des Menschen jeweils aktuelle einzelwissenschaftliche Ergebnisse auswertet. Leitendes Kriterium der Auswahl sind dabei die neurobiologisch begründete Selbstkompetenz und Selbsttätigkeit und Selbstbildung, verbunden mit einem psychologischen Interaktions- und Umweltmodell, das beschreibt, wie das Kind in ko-konstruktiven Interaktionen auf die Umwelt einwirkt. Leitendes Kriterium der Handlungsorientiertheit für die Praxis, der Handlungsorientierung, Entschuldigung, sind zweckrational die gesellschaftlichen Verhältnisse, die vom Kind besondere Kompetenzen im Hinblick auf die Zukunft verlangen. Bei der trotz aller Selbstbildung notwendigen Unterstützung und je individuellen Förderung des Kindes durch Erzieherin sollen die Ergebnisse der Bindungsforschung und vor allem der Wandel der Kindheit und Familie, wie in die Sozialisations- und Kindheitsforschung beschreiben, berücksichtigt werden. Historische Erfahrung und Erkenntnis, philosophisch-pädagogische Reflexionen, eine theoretische Begründung aus der Geschichte der Pädagogik und des Kindergartens spielen bis auf Ausnahmen offensichtlich keine Rolle mehr. Zitate aus der Geschichte werden zur Verzierung herangezogen. Der historisch entstandene, ursprünglich philosophisch-pädagogisch begründete, aus der Existenz des Menschen abgeleitete Begriff, vor allem seit dem Humanismus und auch gerade der Aufklärung, wird zur Ausbildung und wird heute inflationär benutzt. Bildung als Prozess
wird zur Sozialisation, Bildung als Ziel und Ergebnis zur Ausbildung eines sehr differenzierten Bündels von für die Gesellschaft wichtigen Kompetenzen und Funktionen, die dabei aufgelöst werden in operationalisierbare Einzelelemente und damit empirisch überprüfbar und bildungspolitisch steuerbar werden. Vier zunächst allgemeine Basiskompetenzen werden auf in den Plänen inhaltlich ähnliche Bildungsbereiche übertragen, zum großen Teil fachbezogen auf die schulische Fächerstruktur ausdifferenziert und zur Legitimation der eigenen Ziele benutzt. Dabei werden in einigen Plänen die fachlichen Kompetenzen wichtiger als die Inhalte. Zugleich werden sie so umschrieben, dass sie dokumentiert und evaluiert werden. Das verplante Kind und seine Entwicklung stehen dauerhaft unter Beobachtung. Ich meine, meine Fußnote. Wir haben so eine heiße Diskussion, welche Daten aus dem BC gefördert werden. Ich gehe mal davon aus, die Erzieherinnen müssen die Kinder beobachten, alles der beobachten und dokumentieren. Und das steht ja auch wohl in PCs. Ne? Dann müsste man ja in vielen tausenden Tageseinrichtungen ganze Biografien von Kindern, ob die dann resilient sind oder gesund und wie aktiv die sind, könnte man ja mal abfragen für Krankenkassen. Das ist jetzt Fantasiebild von mir, wenn ich so die Presse lese. Aber es ist Tatsache, es soll alles dokumentiert und evaluiert werden. Das Schema macht das mal deutlich. Und es ist ja auch zum Teil die Pflichtaufgabe. Der Erziehungsbegriff spielt auf eine Ausnahme keine Rolle mehr und wird in der Regel mit der Ausbildung gleichgesetzt. Ich danke fürs geduldige Zuhören. Dankeschön. Bevor ich jetzt an Sie die Möglichkeit richte, Fragen zu stellen, eine Anmerkung, weil die Gruppe, die jetzt hier sitzt, wird ja wahrscheinlich niemals direkt im Gruppendienst von Kindergärten oder Kindertageseinrichtungen arbeiten. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Sie in Jugendämtern, in Fachberatungen oder in anderen Bereichen tätig werden. Deswegen, ich habe eine Frage, nachdem ich das jetzt so gehört habe, und ich stimme ja hier mit dem Bauch auch bei den meisten Sachen vollständig dabei. Ganz haben wir nie übereingestimmt. Ja, aber heute wäre das kein Problem. Aber die Frage, wenn die jetzt in die Fachberatung gehen und die Erzieherin kommt zu denen und sagt, helfen Sie mir da mal mit dem Bildungsplan, sagen Sie dann, legen Sie den erstmal weg? Also gibt es eigentlich auch einen positiven Bildungsplan? Oder geht das gar nicht? Also ich habe zunächst einmal die Spitze natürlich bewusst zu, wenn ich was erreichen will. Das habe ich auch in meinem letzten Buch über die Nichtplanbarkeit der Bildung und Erziehung bewusst auch attackiert. Auch Kollegen genannt, die dann ganz ungeduldig oder vielleicht auch wütend werden. Weil ich einfach die Angst habe, wir verplanen. Und ich möchte eben, wir müssen planen. Wir müssen Bildung planen. Das lehne ich überhaupt nicht an. Aber ist die Frage, wie weit wir schon in den ersten drei, unter drei bis sechs Jahren unsere Kinder verplanen, wie weit wir das freie Spiel der Kinder verplanen, da möchte ich einfach Grenzen sehen. Ich sehe die auch in ihrem Studium, meine ersten Enkel, ich habe 14 von der Sorte, also die ersten studieren, wenn ich sehe, wie die heute studieren, ich denke, liebe Leute, habt ihr da noch Raum für Kreativität, zur Reflexion? Könnt ihr auch mal eine Stunde lang eurem Hochschullehrer widersprechen und anderer Meinung sein? Oder lernt ihr es nur für die nächste Klausur, hakt ihr ab und dann dürft ihr es vergessen? Ich sehe die Planung ein, auch hier, aber ich möchte auf Grenzen aufmerksam machen. Und Kinder entwickeln sich nicht ganz kontinuierlich. Jeder weiß, dass er in seiner Biografie auch Risse hat, dass das nie kontinuierlich war. Wird das wirklich noch berücksichtigt? Und was mache ich dann? Was haben wir diskutiert, was muss man machen bei Krisen in Kindern? Bonus, Pädagogik der unstetigen Formen. Dann kann ich mit meinen normalen Mitteln nicht mehr. Und dann kämen Berater zu. So, was können die machen? Denn wenn die kommen, nicht? Wie kann ich denen helfen? Aber das wäre nochmal eine ganz extra Vorlesung. Haben Sie Rückfragen? Ach nee, doch.
ist der Brecher, da ist er. Ja, Sie haben ja, ich habe so verstanden, dass Sie das kritisiert haben, dass sozusagen immer nur Erkenntnisse aus anderen wissenschaftlichen Bereichen herangezogen werden, aus der Neurobiologie und so weiter. Wie würden Sie das dann aber, also welche Alternative gibt es denn? Tja. Das diskutiert hier heute mein Kollege auch in Fachkreisen. Ich sehe da zunächst mal in der Tat ein Stück eine Krise der Pädagogik der frühen Kindheit. Wie weit ist sie selbstständig? Und ich sehe hier zunächst einmal, sie hat eine lange Tradition. Ich habe Sorge, dass sie die Erkenntnisse, die da auch gewonnen sind, die da sind, allzu leicht verliert. Dass heute man glaubt, wir machen alles neu, wir fangen von vorne an, aber wir stehen in einer Kultur, in unterschiedlichen Kulturen, wird im Grunde noch komplexer in Europa. Also wenn ich in Dortmund oder Norden die letzten Kindergärten, mit denen ich Fortbildung habe, waren 100 Kinder, von den Kindern waren 88 aus 12 Nationen und 12 in Dortmund geboren. Alle Nationen. Dadurch wird das noch komplizierter. Die bringen auch ihre kulturellen Zusammenhänge rein. Und da wird eine Planung sowieso noch ein ganz anderes Kapitel und viel schwieriger, als hier in den ganzen Plänen steht. Wenn ich in solche Bereiche wie im Industriegebiet, wo ich nun mal tätig war und zum Teil auch noch bin, in sozialen Einrichtungen, wenn ich das da sehe. Aber das ist eine ernsthafte Frage. Wie begründet sich die Pädagogik als eigenständige Wissenschaft und nicht nur als eine Summe von? Ich gebe Ihnen offen zu, ich kann Ihnen zurzeit keine Antwort geben. Ich gebe die Frage mal weiter. Also zumindest in einem Punkt habe ich keine Antwort, aber eine Tendenz. Also gerade die Erkenntnisse aus der Neurobiologie, die muss man sich mal wirklich ganz genau ansehen. Also, und die Frage ist eben, selbst wenn diese Erkenntnisse richtig wären, und an einigen habe ich erhebliche Zweifel, ob das wirklich am Ende als Ergebnis etwas ist, was nicht durch die Untersuchungsanlage eigentlich schon vorgezeichnet war. Aber das, nehmen wir das mal weg, selbst wenn die Ergebnisse richtig wären, dann sagen mir diese Ergebnisse eigentlich überhaupt nichts darüber aus, wie ich Erziehung machen soll. Sondern ich muss dazwischen mich einschalten, als Fachkraft, als Mensch, als Hochschullehrer und setze eine Zielnorm, die da irgendwo zwischenkommt. Und die ist von meiner Kultur, von meinen Idealen, von meinen Ideologien, von allen Möglichen geprägt. Also es gibt keine objektive Pädagogik, sondern dazwischen ist jemand gesetzt, der sagt, aber ich möchte daraus das. Da war ja auch gerade in dem Vortrag so eine Spitze drin, als die Neurobiologie plötzlich anders benutzt wird. Sie wird ja für alles genutzt. Und die Frage stellt sich mir langsam, ist das eigentlich plausibel, ein Ergebnis vierfach, fünffach unterschiedlich auszulegen? Ja, es ist plausibel häufig, aber es begründet damit nicht, was ich in der Praxis tun will. Dazwischen ist eine ethische Norm gesetzt, mindestens, oder eine Pädagogik, die solche Normen hat. Und deshalb, glaube ich, sind andere Wissenschaften wie Entwicklungspsychologie selbstverständlich wichtig, um darüber nachzudenken. Aber sie nehmen der Erziehungswissenschaft und der Pädagogik nicht ab, auch mal zu gucken, was ist denn dann der Zwischenraum? Also was ist denn aus der entwicklungspsychologischen Erkenntnis plötzlich in eine Pädagogik, in eine Didaktik oder in etwas anderes übergegangen? Das ist unsere Aufgabe, dann auch zu gucken, was passiert da gerade. Das ist meine Auffassung. Ich darf es noch ein bisschen verschärfen. Die Pädagogik, auch die allgemeine Erziehungswissenschaft, muss sich immer auch selbst fragen, was sie tut. Ich habe vom Evaluieren, Dokumentieren gesprochen. Es gibt ja heute, macht ein Kollege in Berlin, Gütesiegel. Der wird das sicher auch demnächst irgendwo lesen. Der hat ein bestimmtes Schema, nach dem Kindergärten, Tageseinrichtungen, deren Qualität beurteilt wird. Aber in dieses Raster, in dem er da reingeht und das beobachtet, da gehen pädagogische Normen auf. Und wir beide haben in dem Fall behauptet, dass er ganz bestimmte pädagogische Normen einer amerikanischen Vorstellung von Pädagogik eingehen. Das hat eine Pädagogik, sich selbst zu fragen, was für Normen und welche setzen wir und reflektieren, woher kriegen wir? Und das fehlt mir. Darum solche kritischen Anfragen hier. Vielleicht
war das zu kritisch heute. Kann sein. Wir wollen nicht. David. Ich versuche mal die beiden Beiträge, die jetzt sozusagen waren, noch mal ein bisschen zu verknüpfen, weil es erinnert mich so ein bisschen daran, im Rahmen dieser Vorlesung im Schloss hat Detlef Diskowski auch einen Vortrag gehalten, so aus seiner Perspektive, halt eher bildungspolitische Perspektive der Umsetzung der Bildungspläne. Und damit geschlossen, dass für ihn es darum geht, also aus der Bildungspolitik ist es natürlich für ihn so ein bisschen klar, dass er auch steuern möchte an der Stelle, beziehungsweise also Bildungspläne ja auch als Steuerungsinstrument wirklich beschreibt. Und fasst es am Ende so zusammen, dass für ihn es eigentlich darum geht, einen gesamtdeutschen Bildungsplan zu erstellen, der aber nicht auf Kompetenzkataloge sozusagen setzt, sondern versucht, die Normen oder die normative Setzung von Bildung im Rahmen des Kindergartens herauszukristallisieren und das sozusagen zu verallgemeinern und allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Kindergartens sozusagen zu verfassen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, darüber mal nachzudenken, inwiefern auch mit Ihrem Ansatz jetzt der Betrachtung der Bildungspläne, was sozusagen auch die verknüpfenden Elemente beziehungsweise was so ganz allgemeine Elemente sind, die möglicherweise auch dazu führen, darüber nachzudenken, wenn wir Pädagogik auch normativ an der Stelle verstehen, was kann man da auch vielleicht positiv rausziehen, um dieses Feld an der Stelle dann auch mit solchen Instrumenten vielleicht irgendwie ein bisschen aufzuknacken. Also das hieße zum Beispiel beim Bereich Spiel, das nicht vorzugeben, sondern Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich sage mal, wie die Gestalttheorie das gemacht hat. Ich nenne jetzt auch da, weil ich aus der Psychologie komme, in einem Psychologiestudium, welche Raumbedingungen, welche Rahmenbedingungen, welche Zeitbedingungen müssen erfüllt sein, damit das Kind wirklich spielen kann und ich möglichst wenig steuere. Und daneben vielleicht auch strukturierte Angebote machen. Also die Bedingungen im Einzelfall aufzeigen. Und damit, natürlich brauche ich bestimmte Kompetenzen. Ich habe an der Hochschule gebraucht, um als Prorektor oder um als Dekan zu leiten oder mit Kollegen überhaupt umzugehen, die gebraucht man. Nicht? Und müssen Kinder lernen. Aber es ist die Frage, wie sie gesteuert werden. Und ich habe eben die Sorge, dass auch der Freiraum, auch die Frage der Kreativität, auch des kreativen Denkens, darum dachte ich das an der Hochschule, dass dafür Raum ist. Wir haben hier stundenlang diskutiert, Ende der 80er, 68, 69. Ich will das gar nicht wiederholen. Auch damals habe ich einen sehr kritischen Aufsatz über antiautoritäre Erziehung geschrieben. Darum geht es mir nicht. Aber diese Freiheit zu diskutieren, neue Gedanken zu entwickeln, was Neues zu machen, dass die da ist und dass das nicht von vornherein festgelegt wird. Und du kriegst ein Gütesiegel, wenn du das und das erreicht hast und die Kinder so und so weit sind. Davor habe ich Angst. Ich habe Angst vor dem verplanten Mensch. Und da haben wir in unserer Ideologie verdammt viel Erfahrung, die auch vergessen werden. Das hat unser Projekt gezeigt, das große Projekt DDR. Aber nicht nur das. Das vielleicht als Antwort. Also diese Freiheitsräume. Dankeschön, Herr Hölzig. Bitte, hat Spaß gemacht.